Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Sherlock Holmes vs. Jack Superpaar. Wir sind stehen geblieben und ja, wollten zur Bibliothek, also gehen wir jetzt. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Nicht hin, denn wir müssen etwas anderes machen, nämlich... Ah, hier ist eine verschlüsselte Nachricht, was müssen wir damit machen? Dialoge. Eine verschlüsselte Nachricht. Ach, ja, stimmt. Ja, Watson hat sie doch gefunden. Müssen wir dann hier irgendwo dann analysieren, entziffern nicht. Hier. Gut. Ich muss die Worte der verschlüsselten Nachricht entziffern, die Watson im London Hospital gefunden hat. Alter, was ist das denn? Okay, hier ist eine Anleitung. Sie müssen im Inventar die beiden Dokumente finden, mit deren Hilfe Sie dieses Rätsel lösen können. Klicken Sie anschließend auf die Buchstaben, die Sie nun dank der beiden Dokumente zur Auswahl haben. Und setzen Sie sie in die richtigen Symbolfelder. Warum sage ich sich? Sie! Was ist das denn? Das Symbol der Spartaker-Enzyklopädie scheint etwas mit dieser Nachricht zu tun zu haben. Hier, Katze. Ach, da waren zwei, ne? Das hier noch. Gut. Jo, stimmt sogar. Kann man dann jetzt wieder rausnehmen. Jupp. Ach, hier A, B, C, D, E, 26 müssen das sein. Und ja, sieht mir auch aus. Ich kenne mich überhaupt nicht mit römischen Zahlen aus, aber ja. Dann fangen wir mal den einfachsten an. So, hier ist ein I. Nein, nicht ein I, sondern eine 1. Also kommt da ein A hin. Denke ich mal, oder? Was ist das denn hier? Es sieht aus, als ob das abgeschnitten worden ist. Wartet mal. Wartet mal. VV gibt es nicht, ne? Aber es gibt XX. Es kann echt sein, dass das abgeschnitten worden ist. Wo war das da oben? Testen wir jetzt mal. Nee, T. Das ist dann ein V oder ist das ein X? Was ist V? V ist E und X ist J. Machen wir erstmal E rein. Ja, ich glaube, nee, er ist richtig. V ist, das ist ein V, also 5. Denn das sieht mir aus wie dann X, X, X1, V, X1, V, X, X1, V, X. XV1, X... Da, N. Nee. Das ist dann XX1. X... Hier. U. Neu... Ja, dann ist halt wahrscheinlich ein R. Neuer. R, da. XV... Das stimmt sogar. Ey, wie geil. Doch gar nicht so schwer gewesen. F Auftrag wahrscheinlich. XV. Warte mal, XXVO. Neuer Auftrag, tote Frau
X2. Scheiße, wo? Da, Lieferung wahrscheinlich. XX3, X ganz schnell, ganz schnell. Einfach nur so. WX. Nee, V3, V3. Nee, warte mal. Doch. Ist das jetzt elementar? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, okay. Neuer Auftrag, tote Frau, Lieferung, Wolf. Day 17. Stimmt, da war ja eine 17, ja. Ja. Karte? Oder sagt er jetzt was dazu? Achso, okay. Da, Watson, bist du? Mein lieber Watson, ich kann Ihnen für Ihre Ermittlungen nur mein Lob aussprechen. Diese Nachricht bestätigt ohne Zweifel, dass in London organisiert mit Leichen gehandelt wird. Mein Gott, wie entsetzlich! Watson, wir müssen uns zu der Adresse aufmachen, von der in dieser Nachricht die Rede ist. Ich schlage vor, Sie nehmen Ihre Waffe mit. Ich habe sie bei mir, seit wir in dieser Angelegenheit involviert sind, Holmes. Ich werde mich wieder als Arbeiter tarnen. Man kann nie wissen. Aber was ist mit mir, Holmes? Bleiben Sie so, Watson. Zur Not geben Sie sich als mein Arbeitgeber aus. Suchen Sie die Wharfdale Road auf der Karte von London, Watson. In Ordnung, Holmes. Ich bin jetzt Holmes, ne? Ja. Hui! Jetzt haben wir hier was Neues bekommen. Notizen. Nicht. Dialoge, Dokumente, Karte, da. Aber ich muss mich ja verkleiden. Tür aufmachen. Entweder bin ich schon verkleidet oder ich muss mich noch verkleiden. Ich weiß es nicht. Ich guck lieber nach und geh weg. Hier war, glaube ich. Ich glaube, hier ist nichts. Nee, ja, dann bin ich wahrscheinlich schon verkleidet. Nee, Watson. Nee, was hast du zu sagen? Suchen Sie die Wharfdale Road auf der Karte von London, Watson. In Ordnung, Holmes. Der guckt mich total liebevoll an. So, oh yeah, Baby. Oh yeah. Der hat voll komische Lippen. Bitte sehr, Holmes. Oh yeah, Baby. Wir sind da, Watson. Wharfdale Road 17. Wir müssen vorsichtig sein. Glauben Sie wirklich, Holmes? Dieses Haus scheint leer zu stehen. Ja. Ja. Und dann kommt die von hinten. Wer ist das? Hier ist nichts Interessantes. Pinkelt ihr da? Wir müssen ganz vorsichtig sein. Oh mein Gott, was ist das? Es ist ein Rad. Und hier ist ein Handflyer. Dieses Wagenrad ist in einem guten Zustand, aber ich kann es nicht entfernen. Der Bolzen klemmt. Oh mein Gott, was war das? Ganz vorsichtig an. Oh mein Gott, was ist das? Dieses Seil sieht stabil aus und könnte mir noch von Nutzen sein. Oh Gott, so viele Sachen, die wir noch machen müssen. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Da hinten ist was. Oh nein. Nee, ich gehe da noch nicht rein. Ich gucke mich erstmal um. Aha, hier ist ein Kellereingang. Dann... Ja. Ja, verzieh dich. Ist hier noch was? Ist hier eine Tür zum Reingehen? Kann ich überhaupt in diese Tür da rein? Also durch diese Tür da rein? Nein, aber hier ist eine Lupe. Der Staubschicht nach zu urteilen wird diese Tür nur selten geöffnet. Ja, gehen die wahrscheinlich durch den Keller rein. Dann gucke ich mich nochmal hier hinten um. Ganz vorsichtig natürlich. Ganz vorsichtig. Ah. Ist das Ruß? Eine Abdeckplane. Nee. Sie ist mit Teer verschmiert und deswegen sehr hart. Hart. Hast du das gehört, Watson?
können wir auch nicht rein. Hier ist eine Handkarre. Nein, das kann ich nicht tun. Nein. Dieser Wagen scheint in einem guten Zustand zu sein. Abgesehen von dem fehlenden Rad natürlich. Wahrscheinlich müssen wir das dann bewegen. Und dann müssen wir wahrscheinlich ja dieses andere Rad da nehmen. Hab ich das gesehen? Nein. Ja, dann. Dann gehen wir mal rein. Eben schnell am Kopf gekratzt. Ich habe hier mal die Kantenglättung auf, ja, was war das, 0,4 oder 4 mal oder sowas gestellt. Ich glaube, jetzt sieht das ein bisschen besser aus, das Spiel. Diese Tür wurde erst vor kurzem verstärkt. Unmöglich, sie aufzukriegen. Ich habe aber ein Messer. Diese Tür wurde erst vor kurzem verstärkt. Unmöglich, sie aufzukriegen. Aber ich habe nichts. Ja, okay. Ja, Watson, dann hat sich das auch schon mal erledigt. Wir können nach Hause gehen. Nein, wir gucken hier nochmal. Abgeschlossen. Dieses Schloss ist stabil, aber ziemlich alt. Ich sollte es aufkriegen. Dieses Schloss ist ja, stabil, wie denn? Mit Messer, aber ziemlich oder was? Alt. Ich sollte es aufkriegen. Was sollen wir tun, Holmes? Alter, ich hab den noch gar nicht angesprochen. Beeilen wir uns, Holmes. Diese Gegend ist mir wirklich unbehaglich. Ja, schön. Kannst du ja auch machen. Vielleicht mit dem Messer. Dieses Schloss ist stabil. Was sollen wir tun? Nein, die Klappe. Geh weg. Vielleicht brauchen wir etwas, um... das aufzukriegen. Indem wir etwas finden, womit es geht. Und ja. Vielleicht liegt auch hier irgendwas in der Ecke rum. Oder auch nicht. Dieses Wagenrad ist in einem guten Zustand. Weg. Dieses Wagenrad ist in einem guten Zustand, aber ich kann es nicht entfernen. Der Bolzen klemmt. Vielleicht kann ich mit dem Messer hier das Seil abschneiden. So, interessant. Vielleicht kann ich jetzt mit diesem Seil den Bolzen entfernen. Dieses Wagenrad ist in einem... Vielleicht kann ich mit diesem Seil die Tür öffnen. Dieses Schloss ist stabil. Was sollen wir tun, Holmes? Ich glaube, der Staubschicht nach zu urteilen wird diese Tür nur selten geöffnet. Ja, wir haben verstanden. Okay, wir haben ein Seil. Was liegt denn hier noch auf dem Boden? Das sind Säcke, die sind runtergefallen. Da habe ich mich jetzt leicht erschrocken. Ja, dann gehen wir nochmal hier hinten lang. Liegt da was? So. Können wir das mit dem Seil machen? Nein, das kann ich nicht tun. Nein, kann er nicht. Die Tür auf. Nein, das kann ich nicht tun. Vielleicht mit dem... Nein, so kann ich es nicht mitnehmen. Mit dem Messer vielleicht abschneiden. Dieses Stück von der Abdeckplane ist zwar sehr dünn, aber stabil genug für unsere Zwecke. Aber was um alles in der Welt haben Sie vor, Holmes? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Was hast du vor, Holmes? Vielleicht irgendwie... Nö. Damit irgendwie was machen? Nein, das kann ich nicht tun. Hiermit. Dieser Wagen scheint in einem guten Zustand. Ja. Was? Oh, lauf doch vernünftig. Ey. Wegen dir werden wir noch irgendwie geschnappt und dann werden wir sterben und dann sind wir tot. Ja, verdammt. Ich krieg mir dieses Rad auf. Dieses Wagenrad ist in einem guten Zustand, aber ich kann es nicht entfernen. Ich auch. Der Bolzen klemmt. Oh, der Bolzen, ey. Immer dieser Bolzen. Vielleicht kriegen wir die Tür damit auf. Das hätten wir. Ich habe die Abdeckplane zwischen die Tür geschoben und konnte dadurch spielend leicht das Schloss öffnen. Gehen wir rein. Unglaublich! Hä? Okay. Wieso auch immer dieses möglich
Ja, ich... Keine Ahnung. Gucken wir uns mal das an. In diesen Glasbehältern werden chemische Substanzen aufbewahrt. Ich habe keine Ahnung, wozu sie gut sind. Ich auch nicht. Was ist das? Schminkzubehör. Aha! Diese feinen Instrumente aus Metall sind ziemlich merkwürdig. Ich nehme eins mit. Klauen ist eine Sünde. Eine Falltür? Ja, die haben wir jetzt ganz spontan gefunden. Erstmal hier oben gucken. Vielleicht ist hier jetzt was ultra Wichtiges, was die Welt verändert. Eine Tür. Diese Tür wurde erst vor kurzem verstärkt. Unmöglich, sie aufzukriegen. Ja, da gehen wir durch die Falltür. Und damit gehen wir wahrscheinlich im Keller. Dann können wir auch da hinten wahrscheinlich wieder rauskommen. Wir müssen eine Möglichkeit finden, um hinunter zu gelangen. Unglaublich. Ich kann immer aufhören, unglaublich zu sagen. Na, verzieh dich. Ja. Wie sollen wir denn da... Ah, guck mal. Aha. Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. Ich werde alleine hinunterklettern, Watson. Sie passen auf, falls jemand kommt. In Ordnung, Holmes. Oh yeah, Action Cam. Super geil. Oh mein Gott, da liegt ein Sarg. Ein Sarg? Er wurde erst vor kurzem gebaut und ist schon kaputt. Pech. Pech, sag ich mal. Eine Trage, die in zwei Teile auseinandergezogen werden kann. Irgendwie muss ich sie nach oben schaffen. Ich glaube, wir werden sie noch brauchen. Eventuell. Ich bin mir da noch nicht sicher, aber, ne? Ach. Ach, was ist das denn? Oh mein Gott. Das ist 100%ig der Platz von diesem Jack the Ripper. Beziehungsweise von diesem Typen, der die Frauen umgebracht hat. Erstmal das angucken. Ohrringe, Eheringe, Halsketten. Ich will mir nicht ausmalen, wo das alles herkommt. Das sind auch Zähne. Eine Zange. Ein Hammer. Den nehme ich mit, weil ich ja so ein Dieb bin. In diesem alten Kästchen müssen Nägel aufbewahrt worden sein. Nichts Interessantes. Das könnte sich als nützlich erweisen. Das könnte sich ja als nützlich erweisen. Kann ich hier noch was machen? Hab ich irgendwas? Nö. Wir haben eine Zange, damit kriegen wir eventuell... Das könnte sich als nützlich erweisen. Leute, könnten wir den Bolzen entfernen? In diesem alten Kästchen Ich hab gegähnt. Und gegähnt und gähnt und gähnt. Ein elektrischer Mechanismus. Wenn ich an der Kurbel drehe, müsste Strom fließen. Oh, wie scheint es die Verbindung unterbrochen. Nein, das kann ich nicht tun. Schade. Nein, das kann ich nicht tun. Nein, das kann ich nicht tun. Wie komme ich denn nach oben? Geht die Tür da auf, wie ich gesagt habe vorhin? Vielleicht, aber hier ist noch was. Ja. Kleidung, die hier wohl liegt, um später verbrannt zu werden. Die Kleidung der Opfer. Ein spitzes Schüreisen. Das wird mir bestimmt noch von Nutzen sein. Was für Langfinger, ey. Ausgezeichnet. Ja. Jetzt der nächste Schritt. Jetzt der nächste Schritt. Der Sicherungskasten funktioniert nicht. Da sind Steckplätze, die irgendwie miteinander verbunden werden müssen. Denk nach.
Oh Gott. Kann ich hier irgendwas machen? Ach, hier. Ich habe keine Ahnung. Was heißt das? Habe ich es kaputt gemacht? So awesome. Jetzt noch da oben. Boah, so gut. Doch nicht. Ah. Oh. Ja. Elementar! Papalapal! Das werden wir es gar nicht. Und jetzt haben wir es kaputt gemacht. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Gut gemacht, Holmes. Ich weiß zwar nicht, warum Sie dieses Ding nach oben geschickt haben, aber ich kann es nehmen. Perfekt, Watson. Da liegt etwas. Ein Sal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 
Jetzt habe ich den. Cool. Ja, okay. Den Schlüssel. Hoffentlich ist das wirklich der Schlüssel für diese Tür. Da komme ich wieder. Und nun, Holmes? Da ist er. Das ist eventuell hierfür? Dieses Wagenrad ist in... Nein, dann vielleicht doch die Zange. Dieses Wagenrad ist Nein. in einem... Nein, dann vielleicht das hier. Dieses kleine Instrument eignet sich perfekt als Werkzeug. Aber was um alles in der Welt haben Sie vor, Holmes? Ja, ich glaube, ich gehe noch mal kurz rein, um die Sachen da zu holen. Das da. Habe ich hier noch was? Nö, ich glaube nicht. Also ich weiß auch gar nicht, was der da vorhat. Aber wir machen mal einfach. Wir machen einfach mal. Vielleicht müssen wir ja durch dieses Fenster hier oder so. Elementar. Aber was um alles in der Welt haben Sie vor, Holmes? So vieles, so vieles, so vieles. Jetzt habe ich eine Leiter. Oh, wozu brauche ich eine Leiter? Nein, das kann ich nicht tun. Mir fehlt ein Rad, merke ich gerade. Nein. Dieser Stein hat das Rad blockiert. Tja, dann jetzt. Nein. Das kann ich nicht tun. Wieso nicht? Da ist noch ein Stein. Dieser Stein hat das Rad blockiert. Aber jetzt. Yay! Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. Weil wir unbedingt da oben wahrscheinlich hinwollen. Warum auch immer. Oder über diese Mauer hier. Oder... Ach, da oben. Oh, sehen Sie. Wenn wir das Brett von dem Fenster entfernen, kommen wir hindurch. Aber dazu müssen wir erst nach oben gelangen. Sie belieben zu scherzen, Holmes. Wo bist du? Da. Ja, wir haben ja jetzt eine Leiter. Ich hoffe, diese Leiter hält mein Gewicht aus. Tja. Zange eventuell wieder? Ja. Und los. Mein Gott, Holmes, wo sind wir? Das müssen wir herausfinden, mein Freund. Diese Frau ist tot, Watson. Ja, nee. Seit einigen Tagen, Holmes. Aber der Körper ist perfekt konserviert. Kein Geruch, keine erkennbaren Verwesungserscheinungen. Okay. Wir nehmen einfach das mal hier. Ein Behälter mit Zahlenschloss. Mal sehen, ob ich ihn aufkriege. Oh nee, jetzt muss ich irgendwie... Oh. Ist halt hier dieses, wie heißt das, Sudoku? Ah, machen wir hier, bla, 7431. Dann haben wir hier... Kann ich hier irgendwie eine Zahl auswählen? Hallo? Oder selbst eintippen, nein? Den verstehe ich aber gerade echt nicht. Hä? Ja, vielleicht brauchen wir ja noch irgendwas.